Hattest du in letzter Zeit Aufträge? Nein, alles ruhig im Moment. Voll langweilig. Wenn ich nicht bald mal wieder einen Auftrag bekomme, gehe ich selbst irgendwo spuken. Und du kannst mich dann einfangen oder vertreiben. Ich glaube kaum, dass du in ein Einmachglas hineinpasst. Oder ich müsste dich mit einem Holz haben. Schau mal, ist das da drüben nicht Merlin? Der sieht aber blass aus. Lass wieder Vollmond, nur strahlt er nicht so schön. Komm, lass uns mal hingehen und fragen, was mit ihm los ist. Hi, Merlin. Oh, hallo, Antonia. Hi, Mira. Was ist los, du Schlafmütze? Hast du eine Arbeit verhauen oder liegst du abends so lange im Bett? Du siehst so aus, als ob du im Stehen einschlafen könntest. Einschlafen? Haha. Überhaupt mal wieder schlafen möchte ich. Was hindert dich denn am Schlafen? Da sind Geräusche in meinem Kleiderschrank. Andauernd verschwinden Hosen und Hemden von mir. Meine Socken kriegen einfach so Löcher und sehen aus, als ob jemand auf ihnen herumgekaut hat. Üble Sache, Merlin. Du scheinst ein Mitbewohner im Zimmer zu haben. Meine Eltern denken, dass ich an den Chaos bei mir selbst schuld bin. Eltern haben keine Ahnung. Es sollte wohl mal jemand nach dem Rechten sehen bei dir. Hübsche Idee, aber wer sollte das tun? Ganz einfach, das ist ein Fall für die Monsterjäger. Monsterjäger? Was ist das denn für ein Verein? Kein Verein, es ist eine Behörde. Eine Behörde? Wer es glaubt? Doch, wirklich, Antonia und ich sind Mitglieder. Max gehört auch dazu. Die Behörde für Monsterjäger ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Und was muss ich dafür tun? Du musst nur einen Vertrag unterschreiben und dir einen Jägernamen ausdenken. Und was bekommt man dafür, wenn man Monster jagt? Na, Lob und Anerkennung und Belohnungssternchen. Na toll. Mit Belohnungssternchen kannst du dir die tollsten Gimmicks leisten. Glühwürmchenstaub, Piepser, Walkie-Talkies, Superplus, Akkus. Alles Sachen, die bei der Monsterjagd nützlich sind. Aber erst einmal brauchst du einen guten Jägernamen. Wozu das denn? Damit du sicher bist vor den Monstern. Hä? Ein Monster, das deinen wahren Namen kennt, hat Macht über dich. Ich nenne mich zum Beispiel Lupe. Cool, was? Nun ja. Und ich Tiramisu. Tiramisu? Weil ich Tiramisu so gerne esse. Aha. Komm schon, wie sollen wir dich nennen, wenn wir auf Monsterjagd gehen? Dann möchte ich Creeper heißen. Weil du Minecraft-Fan bist. Super Name, passend für einen zukünftigen Monsterjäger. Mist, gleich geht der Unterricht weiter. Und was geschieht nun mit mir? Mal überlegen. Wann könnten wir dein Zimmer sehen, um dort nach Spuren zu suchen? Heute Abend wollen meine Eltern um 8 ins Kino. Dann habe ich für mindestens 2 Stunden sturmfreie Bude. Prima, dann kommen wir kurz vor 8 zu dir und wir bringen Sherlock mit. Sherlock? So nennt sich Max als Monsterjäger. Also um 8 bei mir. Bis dahin. Ciao. Endlich mal wieder auf Monsterjagd gehen. Du sie auch, die unheiligen Wesen aus einer anderen Welt, die dir im Dunkeln Angst machen? Man sagt, sie entstehen aus dem Staub, der sich in den Zimmerecken sammelt. Erst nachts, wenn du schlafen willst, kommen sie aus ihren Verstecken. Schattenkerle, Fensterflegel, Nachtmare, Schrankschrecken und das Monster unter dem Bett. Sie lieben es, wenn du dich fürchtest. Sie wollen dich einschüchtern und dein Zimmer für sich beanspruchen. Aber sie rechnen nichts mit uns. Wir stellen uns der Gefahr, verscheuchen die ungebetenen Gäste und machen die Kinderzimmer wieder zu einem sicheren Ort. Denn wir sind die Monsterjäger. Monsterjäger.
eine Hörspielserie der Klasse 3 der Overbeck-Schule Voltlage. Nach Motiven des Kinderrollenspiels Monsterjagd von Patricia de Blas und Alvaro Corsin. Aus dem Englischen übertragen von Claudia Heinzelmann. Musik Geoff Howey. Textbuch, Ton und Dialogregie Victor Fantast. Erste Folge Merlin und der Schrankschreck. Da seid ihr ja. Meine Eltern sind vor 10 Minuten gefahren. Hallo, Max. Nicht Max, Sherlock. Du darfst mich ab jetzt nur noch bei meinem Jägernamen nennen. Sonst kann mich das Monster überrumpeln, das in deinem Zimmer wohnt. Okay, alles klar. Habt ihr sonst alles dabei? Taschenlampe, Colaflaschen, Vergrößerungsglas, ein Beutel Glühwürmchenstab und das Eimerglas. Willst du Marmelade kochen? Nein, in den Gläsern fängt man Monster ein. In so ein kleines Glas? Und wenn das Monster riesig ist? Alle Monster passen in diese Gläser hinein. Hat was mit Magie zu tun. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Wollen wir nicht. Nun lass uns rein, sonst kommen deine Eltern zurück, bevor wir etwas gefunden haben. Ich schlafe im oberen Stockwerk. Dann schaltet jetzt mal das Licht aus. Wir benutzen die Taschenlampen. Muss das sein? Ja, sonst versteckt sich das Monster vor uns. Das wäre doch eigentlich wünschenswert. Keineswegs. Wir wollen es ja schließlich einfangen. Und die Geräusche kommen aus deinem Kleiderschrank, sagst du? Stopp! Hier liegt eine angekaute Socke auf der Treppe. Puh, ich dachte schon, das Monster kommt. Leute, ich vermute, wir haben es hier mit einem Schrankschrecken zu tun. Oh, ein Schrankschrecken? Ist das ein besonders schlimmes Monster? Nein, aber es beißt gerne, wenn es sich in die Enge getrieben fühlt. Du solltest sicherheitshalber den passenden zweiten Socken zur Hand haben, wenn wir den Schrankschrecken begegnen. Das könnte ihn besänftigen. Wo soll ich den jetzt so schnell herbekommen? Es geht zur Not doch ohne, aber es wird schwieriger. Ist das deine Zimmertür? Steht doch mein Name drauf. Okay, dann wollen wir mal. Hältst du das Einmachglas bereit, Tiramisu? Einmachglas einsatzbereit. Lupe, du nimmst den Beutel mit Glühwürmchenstaub zur Hand. Jawohl, Chef. Und du knippst deine Taschenlampe an. Und ich? Was soll ich halten? Du behältst am besten die Nerven, wenn wir gleich ins Zimmer gehen. Ist ja eine tolle Aufgabe. Alle bereit? Ich öffne jetzt die Tür. Nanu, kein Knarren. Ist ja auch bloß meine Zimmertür, kein Schlosstor. Wie sieht's denn hier aus? Überall liegt Wäsche auf dem Boden. Das sind ja fast meine gesamten Kleidungsstücke. Wer war das? Wenn du es nicht warst, dann war es dein spezieller Gast. Die Sache liegt doch auf der Hand. Unser Chef weiß wieder einmal mehr. Das Monster hat nach der zweiten Socke gesucht. Von dem, den wir auf der Treppe gefunden haben? Genau, und damit steht eindeutig fest, dass wir es mit einem Schrankmonster zu tun haben. Und nun? Nun schauen wir in deinen Kleiderschrank. Deine Schranktür knarrt aber wie ein Schlosstor. Und? Siehst du etwas? Nein, nix. Aber ihr wisst ja, dass ein Schrankmonster seine Fellfarbe an die Umgebung anpassen kann. Lupe, wir brauchen eine Handvoll Glühwürmchenstaub. Hier. Da ist es. Au, es hat mich gebissen. Schlimm? Mein Popo. Es hat dich in den Po gebissen? Du würdest auch beißen, wenn man dich in die Enge treibt. Aber doch nicht in den Po. Creeper, das Schrankmonster steht genau hinter dir. Ist das groß. Chill, Tiramisu, sag dein Spruch. Kleines Monster, machst du Spaß. Flieg hinein ins Einmachglas. Erledigt. Wie? Das war alles? Jipp,
das war alles, aber es geht nicht immer so einfach. Und so ein Riesenmonster passt immer in solches Einmachglas hinein? Ja, schau mal, es schläft ganz friedlich. Und was geschieht nun damit? Das Monster wird von der Behörde für Monsterjagd abgeholt und in seine wahre Heimat zurückgeschickt. So heißt es jedenfalls. Darf ich denn bei der nächsten Monsterjagd wieder dabei sein? Klar doch, den Arbeitsvertrag gibt es bei der Behörde. Aber erstmal solltest du das Chaos in deinem Zimmer beseitigen. Oh je. Komm, wir helfen dir, dann geht es schneller. Hey, coole Käppi. Oh, schaut mal, hier liegt der zweite Socken. Der nutzt uns jetzt auch nichts mehr. Ist ja auch so alles gut gegangen. Und wie steht mir die Käppi jetzt? Damit siehst du aus wie ein Schrankmonster. Nein, wie ein beschränktes Monster. Das war Merlin und der Schrankschreck. Eine Folge aus der Hörspielserie Monsterjäger von Viktor Fantast. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lupe, Amy Niehaus, Tiramisu, Lenche Marie Trame, Kuipa, Konstantin Menke und als Sherlock Janis Richter. Wir danken dem Uhrwerk Verlag für die Genehmigung, das Kinderrollenspiel Monsterjagd als Inspirationsquelle für die Serie benutzen zu dürfen. Musik: Geoff Harvey. Monsterjäger geht weiter mit der nächsten Folge. Geistermusik.